Hi, ich bin Jim Neuss und ihr seht Ö4 TV. Hallo liebe Leute auf Ö4 TV, wir sind im schönen Hollerbrunn, heute mit DJ Jim Neuss. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut, danke, schönes Wetter. Immer dann fahren wir mal auch. Genau, stell dich mal vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin Jim Neuss, komme aus dem schönen Hollerbrunn, wer schon gehört hat. Hab ein bisschen was auch mit Musik zu tun, klingt zwar komisch, ist aber so. Wie bist du eigentlich auf deinen Künstlernamen gekommen, Jim Neuss? Ist eigentlich ganz simpel. Jim kommt eigentlich von meinem Spitznamen Jimmy. Ja. Und Neuss, das war einfach ein Wort, das was mir hauptsächlich schon gefallen hat. Nehmen wir denkt, naja, warum wir das mal auch Jim Neuss, klingt geil, nehmen wir. Genau. Wann hast du begonnen zum Auflegen und zum Produzieren? Auflegen ist schon ein bisschen länger her. Zum Produzieren eigentlich seit 2006. Ja. Sehr schön. Welche Musik hörst du privat? Privat eher ganz andere Spalten. Also ich bin eher so mehr Rock, Metal, Punk, also Metallica, In Flames, Breaking Benjamin. Sehr schön. Deep Purple, also alles in der Schiene. Hast du ja eigentlich irgendwelche musikalischen Vorbilder? Das ist lustig, wenn du das andere hörst. Vorbilder? Naja, gibt es natürlich einige. Aber ich sag jetzt einmal in der Sparte, wo ich bin, also wo ich produzieren tue. Ja. Naja, das sind sicher Größenordnungen wie Armin van Buuren oder Axwell. Ja. Das sind Vorbilder eigentlich für mich, die was sagen, bis deppert, die hauen einen Sound aus. Seit 2011 bist du bei Balloon Records unter Vertrag. Mhm. Wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen? Oder wie sind die zu dir gekommen oder hast du gesagt? Ja? Nein, das war eigentlich so. Wir haben einmal die Take Me Away produziert. Ja. Ich bin mit meinem Kollegen, mit Peter Gerasimov, mit dem mache ich die ganzen Arbeiten zusammen im Studio. Grüße. Hallo Gary. Und sie haben einmal produziert und haben gesagt, ja, schick mal zu Balloon Records. Ja. Und die haben gesagt, passt, nehmen wir, und somit hat es dann funktioniert. Und die zweite Single, die Playgirl, ja, ist dann auch bei Balloon Records gekommen. Sehr schön. Mit wem würdest du eigentlich gerne zusammenarbeiten? Gibt es da irgendwelche Leute oder irgendwelche Gruppen? Mit so Größen zusammenarbeiten ist relativ schwierig, da musst du mal den Kontakt zu Herrn finden und so weiter. Aber ich sage jetzt einmal die Traumvorstellungen, wie gesagt, das Axwell oder Armin van Buuren. Das sind schon, mal, ja. Wären schon Leute, die was, wo ich sage, ja, sehr gerne. Ja. Aber mal schauen. Vielleicht gibt es ja sogar. Was steht bei dir als nächstes an? Was steht bei mir als nächstes an? Also am 24. August kommt mein neuer Single unter meinem zweiten Projekt, Sean Danfield. Ja. Nennt sich Circles. Und auch am Freitag, am 20. August, spiele ich unter Jim Neuss in Pinsdorf beim Disco Inferno. Mit Herrn Rodriguez. Genau. Und ansonsten, ja, momentan starten wir da, dass wir die neue Jim Neuss Single produzieren. Ja. Und gleichzeitig auch die neue Sean Danfield Single. Ja. So läuft es, ja. Ja, wo bist du mal wieder live unterwegs? Haben wir eigentlich schon geklärt. Pinsdorf, 24. Freitag. Genau. Wo kann man mehr über dich erfahren? Facebook, MySpace? Ja, also beide Namen eigentlich, Jim Neuss und Danfield, nur eine Facebook-Page. Und eingeblendet. Wird dann eingeblendet. Genau, sehr schön. Kennt man eh schon von Ö4 TV. ja, sonst irgendwelche Websites oder nur die Facebook-Seite? Nein, klassische Website habe ich nicht, nur eine Facebook-Seite, weil klassische, so meistens ist eigentlich eh nur Facebook, ja, alles. Und früher hat MySpace, aber... Das ist tot. Genau. Rest in peace. Abschließende Worte an deine und deine Fans und unsere Zuschauer. So. An meine Fans und eure Zuschauer, ja. Genau. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die was meine Tracks supporten und legal kaufen, auf alle Fälle. Und ich hoffe, das bleibt weiter so. Auf jeden Fall ein ganzes Dankeschön. Genau. Von mir auch ein Danke und wir sehen uns. Baba. Bye, bye.